Hallo, liebe Investoren. Ja, normalerweise sitze ich hier nicht alleine, sondern mit meinen Kollegen Mick, Jürgen und Nicole, die ich hier auch herzlich grüße, aber die Woche ging es einfach nicht. Ich war auf Dienstreise und konnte am Zoom nicht teilnehmen und ausgerechnet diese Woche ist was Schlimmes passiert, denken viele, nämlich die Aktie von Movie und die Aktie von Leroy Harvest. Ja, haben eine gewaltige Bauchlandung hingelegt. Jetzt habe ich einen Anruf von einer Freundin bekommen, die da sehr viel Geld reingesteckt hat in mehreren Tranchen und jetzt ihre Fälle davon schwimmen sieht. 40% Einschlag in einer Woche. Das ist klar, das trifft einen hart. Auch ich habe einen vierstelligen Betrag verloren, aber ich sehe das jetzt weniger kritisch. Und da keiner sonst hier sich müßig fühlte, über Movi und Leroy was zu machen, habe ich gesagt, dann mache ich halt mal was und fasse zusammen, was dir überhaupt passiert ist und wie ich reagieren werde. Denn das hier ist ein Video, wie ich mit meinen Movi-Aktien umgehen möchte. Das schon zum Disclaimer. Bei den paar Followern, die ich habe, nehme ich an, dass kein Anwalt mich verklagen wird. Aber noch mal ganz kurz, es ist hier nur ein kurzes Statement, wie ich mit meinen Aktien umgehe und keine Anlageempfehlung. Also, liebe Kinder, nicht nachmachen. Ich glaube, den meisten muss ich die Firma Movie nicht groß vorstellen. Auch Leroy dürfte denjenigen bekannt sein, die sich für Lachs interessieren. Zwei große norwegische Hersteller für Zuchtlachs, bei Umweltschützern nicht so beliebt, wegen ja, Gewässerverseuchung. Und es gibt da zahlreiche Reportagen, warum man keinen Lachs essen sollte. Und ich nehme an, die Veganer unter euch sind an Movi und Leroy sowieso nicht investiert und werden es dementsprechend mit einiger Schadenfreude betrachten. Allen anderen, die da investiert sind und jetzt sagen, das hat keiner kommen sehen, stimmt so nicht. Also, wenn wir mal den Chart anschauen, man sieht hier ganz klar, der Verfall begann schon so ungefähr im Sommer. Damals wurde schon gemunkelt, es könnte eine Steuer kommen in der Richtung. Woher kommt die Steuer? Ganz klar, so wie in Deutschland wird auch Norwegen derzeit hart getroffen von Preissteigerungen und von Inflation. Das ist ein Trend, der momentan weltweit anzieht. Und auch Norwegen muss sich so ein bisschen dagegen stemmen und für die Bevölkerung Entlastungsprogramme schaffen. Und die Kassen sind leer und man sucht sich eben seine größten Sponsoren im Land. Und in Norwegen ist das nun mal Lachs, Erdöl und Erdgas. Und dort will man etwas in die Taschen greifen. Und dementsprechend hat das Parlament schon längere Zeit überlegt, wie könnten wir zum Beispiel die Lachszucht, da Gewinne abzweigen. Bei uns in Deutschland nennt man das irgendwie Übergewinnsteuer oder Solidaritätsabgabe oder sowas. Und in Norwegen ist es wohl eine Steuer auf die Ressourcen, eine Ressourcensteuer, die ins Spiel gebracht wurde. Neu ist, dass man da von 40% redet und Movi sagt, wir zahlen sowieso schon 22%. Wenn jetzt da noch 40% draufkommen, dann sind wir bei 62%. Ja, einige Analysten reden schon von Enteignung und Verstaatlichung, ähnlich wie bei Uniper. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber wie gesagt, überraschend finde ich es nicht, was hier geschieht. Schauen wir mal, wer die Eigentümer sind. John Fredriksen ist mit 15% an Bord. Dann ist ein norwegischer Volksfonds mit 8%. Und dann kommen schon so die ganz großen Vanguard, BlackRock und so weiter, die da einige Prozente halten. Und da reden wir dann wirklich von Millionenbeträgen bis Milliardenbeträgen größeren. Und diese Herrschaften sind weiterhin an Bord. Das sind gar nicht die, die ausgestiegen sind. Der Kursverlust hier von 40% innerhalb von einer Woche kam ganz klar von Shortsellern, die jetzt hier natürlich massiv diese Unsicherheit ausnutzen. Ganz klar, wenn ich Shortseller wäre, ich würde natürlich auch dieses Momentum mitnehmen, um mich zu bereichern. Das ist ja ganz klar das, was den Leuten die Chance bringt. Ist dieser Kurssturz denn gerechtfertigt? Ja, dazu müssen wir mal eine ganz wichtige Sache sehen. Was sind die Auswirkungen? Nehmen wir mal an, diese 40% oder 60% kommen wirklich. Werden die Leute aufhören, Lachs zu essen? Ich sag mal, nö. Mein Freund Mick hat ein Video gemacht, das ich hier unten noch verlinken werde, mit der Heute-Show vor ungefähr 18 Monaten. Da ging es um Thunfisch als Anlageform. Ja, er hat damals gesagt, Inflation kommt und was wollten wir dagegen tun? Thunfisch kaufen, weil Thunfisch hält 20 Jahre. Ihr könnt ihn auf die Pizza legen und er ist garantiert inflationssicher.
Diese Dose Thunfisch habe ich gekauft für 80 Cent. Heute habe ich eine gekauft für 1,50. Das sind 100% Gewinnsteigerung in 18 Monaten. Ich habe den Thunfisch trotzdem gekauft, da ich ihn brauchte für eine Pizza. Wie wird sich jetzt der Thunfischpreis auf meinen Pizzakonsum verhalten? Ja, eigentlich fast gar nicht. Also nehmen wir an, ich kaufe mir die Pizza im Laden und lege den Thunfisch drauf, dann habe ich künftig ungefähr 50, 60 Cent mehr pro Pizza, die ich ausgeben muss. Da werde ich durchkommen. Wenn ich mir die Pizza bestelle bei Domino's oder sowas, dann wird das Ganze noch geringer sein. Und das Gleiche wird mit Lachs passieren. Also Lachs ist jetzt allgemein kein Grundnahrungsmittel, wo ich sage, die Welt wird verhungern, wenn der Lachs teurer wird. Lachs ist auch das, was ich mir mal leiste, was ich, wenn ich Damenbesuch oder wenn es Herrenbesuch kommt, man will jemanden beeindrucken, dann macht man vielleicht mal Lachs in der Bratpfanne. Wenn ich essen gehe und bestelle noch einen Weißwein, Rotwein dazu, dann wird sich dieser Lachspreis, der eventuell steigen könnte, kaum auswirken. Also ich erwarte jetzt erstmal keine großen Reaktionen auf den Lachsverbrauch. Die Steuer wird ganz klar durchgetaktet werden von Mowi. Also die werden die Steuer nicht aus der Tasche bezahlen, sondern die werden die Steuer an die Verbraucher weiterreichen. Nun ist mal keine entscheidende Auswirkung durch den Lachspreissteigerung in meinen Augen zu erwarten. Es ist aber auch noch nichts entschieden. Das Ganze ist ein Gesetzentwurf. Das heißt, das Parlament hat noch nicht zugestimmt. Richtung Januar 2023 soll die Entscheidung fallen. Bis dahin geschieht absolut nichts. Die 62%, die da kommen sollen, sind eine fixe Idee von Mowi, von denen hat eigentlich keiner gesprochen. Ich bin die Pressemeldung mal durchgegangen. Es hieß 40%. Mowi hat da ganz kackfrech aufaddiert, gesagt 22 plus 40%, also 62%. Das Parlament selber redet von 40%, was auch sicherlich ins Geld geht. Aber ich glaube, man kann 40% besser argumentieren als 62%. Zumal Norwegen vom Lachs abhängt, nicht umgekehrt. Also die norwegische Industrie ist sehr fischlastig. Viele, viele tausend Arbeitsplätze hängen von der Fischindustrie ab. Wenn man da jetzt so ohne weiteres eine Steuer einführt, die der Industrie das Genick bricht, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass in der Bevölkerung das keinen großen Anklang findet. Und Norwegen ist immer noch eine Demokratie. Also auch ein Argument, wo ich eher sage, hier will vielleicht Mowi selber ein bisschen ja, die Angst schüren, denn ganz klar, man bringt sich hier in Stellung, man will das nicht ohne weiteres schlucken als Mowi, man führt doch ein ganz anderes Argument an. Zwei Drittel von Mowis Produktion kommen aus Norwegen, man produziert aber auch auf den Färöerinseln, man produziert in Chile, dort, wo man kalte Wasserströme hat, da kann man produzieren. Und mittlerweile ist Mowi soweit, dass man auch Onshore-Lachs züchten kann. Und Leroy hat eine Möglichkeit gefunden, mit Schiffen auf dem Meer Lachs zu erzeugen. Das heißt, man fährt mit dem Schiff raus, fährt dann einige Wochen durch die Gewässer, züchtet im Bauch vom Schiff den Lachs und wenn er denn reif ist, wird er an Bord gezogen und ja, dann wird er gepellt. Also ganz klar, man ist auf Norwegen als Anbaugebiet, na ja, nur so ein bisschen angewiesen und das will Mowi ganz klar rauskehren. So eine Lachsfarm ist kein Atomkraftwerk, das für 20 Jahre am Ort stehen muss, sondern so eine Lachsfarm ist schnell abgebaut und woanders wieder aufgebaut. Man droht hier Norwegen so ein bisschen und sagt, wenn ihr mit 60% Steuern kommt, dann sind wir schneller weg, als ihr einen Lachs häuten könnt. Und das sehe ich ganz klar in den Zahlen. Also es ist hier ein bisschen ein Angriff mit der Warnung von einer reinen Kapitalallokation. Wenn ihr uns ärgern wollt, sind wir weg. Und aus dem Grund mache ich gar nichts. Also ich bin bei Mowi recht gut investiert. Salmar bin ich jetzt nicht an Bord, aber bei Leroy Harvest überlege ich eventuell nachzukaufen, weil meine Position da klein ist und ich das ganz günstig finde. Aber momentan ist alles günstig an der Börse. Deswegen frage ich mich, ob ich jetzt momentan in den Lachsbereich einsteigen will. Aber meine Panik liegt ungefähr bei 0%. Ich bin noch nicht mal im Minus, weil ich bin bei Mowi 2016 eingestiegen. Damals war der Kurs ungefähr da, wo er jetzt wieder ist. Eine Nachkaufgelegenheit? Ich weiß es nicht. Ist ein fallendes Messer gerade. Und solange die Shortseller sich da austoben, kann man da auch noch jede Menge Bruch erleben. Aber wie gesagt, die Firma Mowi wird nicht gefährdet sein. Man hat auch noch nichts von einer Dividendenkürzung gehört. Ganz im Gegenteil, das Jahr war ein Rekordjahr. Man will im nächsten Jahr die Dividende
Ja, die Dividende ist schon wieder gekommen und sie wird noch weiter steigen. Also ich sehe keinen Grund zur Panik. Und eher so eine Aktie, wo man wahrscheinlich in 3, 4 Jahren sagen wird, warum bin ich damals nicht eingestiegen, wo sie so günstig war, ich Depp. Vielleicht kommt es anders, aber ich persönlich bleibe an Bord und ich hoffe, liebe Freundin, deren Namen ich jetzt hier nicht erwähnen will, das kann dir deine Panik ein bisschen nehmen. Und allen anderen will ich sagen, ein Messer fällt solange ihr dafür sorgt, dass es fällt. Wenn ihr aufhört zu verkaufen, wird es aufhören zu fallen. Also sind die Panik raus. Momentan sind die Märkte gefährlich. Und denkt an Mick und sein Thunfisch-Experiment. Kauft euch ein paar Dosen Thunfisch oder ein bisschen Lachs, und lasst es euch schmecken. Bis bald. Euer Jens.